Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Fantasia, natürlich auf dem Smartphone gespielt, und wenn ihr jetzt das eingeschaltet habt, habt ihr in sehr kurzer Zeit vieles verpasst, vor allem dem, denn wir haben unter anderem die Story von Valrika ein bisschen gespielt, oder beziehungsweise wir haben auch etwas über ihre Vergangenheit, über ihr Volk und so weiter erfahren. Und aufgrund dessen und unsere Zielsetzung und dass wir einen Boss zweimal fighten mussten, weil der auch was komplett Neues gemacht hatte wieder, was wir auch noch nie gesehen hatten, in dieser Form zumindest, ja, haben wir es halt endlich geschafft, das zu besiegen und ihr göttliches Artefakt in Form von Ohrringe zu bekommen, was auch ihr übrigens steht und so weiter. Aber wenn ihr das alles selber sehen wollt, wie wir auch die anderen hier gerettet haben, wie Cheryl Keena vor kurzem, den Captain davor und da vor langer Zeit auch Ys unter anderem, einfach oben rechts auf das Ys-Symbol klicken, denn dort kommt ihr auf die Plays zu Let's Play Fantasien und sind gerade auch auf dem Weg zu dem Labor von unserem Vater. Und wir haben in der letzten Episode festgestellt, dass dieser Path, hier gibt es ja zwei von diesen Dinger, wir sind hier reingegangen, haben zwar eine Truhe bekommen, was auch ein Skill-Ast-Ding sozusagen freigeschaltet hatte, haben aber gemerkt, ja, nach oben kommen wir nicht hin, nur nach unten. Das heißt, sie sind zurückgegangen kurz in der letzten Episode und jetzt sind wir halt hier an dieser Stelle, haben uns ein bisschen vorbereitet und ich gehe mal davon aus, dass uns hier irgendetwas erwartet, weil das sieht so höchst verdächtig und ich hoffe wenigstens, naja, dass wir es auch schaffen werden. Vor allem, dass das Labor als 1F bezeichnet ist, also First Floor. Das ist verdächtig. Und hier sind keine Gegner. Heißt das, wir kommen später in einen Kampf rein? Naja, also 1F, First Floor, erste Etage. Also, ne, erste Etage ist es nicht. Es ist eher Erdgeschoss im Englischen. Nur, dass das so steht, heißt das, der hat noch einen Keller. Verstehe ich das richtig? Ja, ich hätte vielleicht auch die andere Attacke nehmen sollen. Das ist immer blöd. Dann irgendwie. Nein, nein. Oder? Wobei, komm, Arrow Rain. Ja, komm. Aufgrund der Skills, die ich jetzt bei Valrika ausgerüstet habe, kann sie auch mehr Flächenschaden haben. Unter anderem. Was durchaus sinnvoll ist. So. Haben auch noch die Waffen upgraded in der letzten Episode. Ja, mal schauen, ob das gut ist. Naja, wir müssen die kleinen Viecher weghauen. Die sind so lästig. Hm. So. Ja, na komm, lass mich alles nehmen. Perfekt. Mist. Das habe ich gehofft, dass es eben nicht tut. Und in der Dimension Box. Naja, in der Dimension Box ist es halt so, es kannst du zwar keine Freunde holen, aber die sind halt trotzdem lästig und anstrengend. Oh, wer ist diesmal betroffen? Warte. Nicht perfekt. Das ist unsere Chance. Das ist unsere Chance. Alle auf den hier. Zack. Gut, dann muss ich kein Item auf jeden Fall einsetzen, um den Roboter wieder zu befreien. Valrika hat Level Up. Nice. Wir kriegen nicht so viele Gs hier irgendwie. Davor hatten wir relativ viel bekommen, gefühlt. Ist eine Truhe, gerade gesehen im Augenwinkel. Okay, ich muss natürlich immer wechseln. Okay, ja, D immer mitnehmen. Dieses kleine Pixel-Tippen, wisst ihr? Aber es ist nicht verkehrt. Ah, das Problem ist, die Dark Squeaker werden nicht so viel kassieren. Aber der Holy wird auf jeden Fall dabei drauf gehen. Ah, doch, normal. Ich dachte, die sind ein bisschen resistant gegen dunkle Magie. Mhm. Der muss zuerst weg. Ich will nicht, dass er seine Freunde holt. Ich hätte mehr Crit gehofft, aber es hat ja ausgereicht. Hm? Mhm. So, die Truhe will ich definitiv holen. Mir geht es nicht sehr um die Items, es sei denn, man kann Waffen oder so leveln. Die Skillbäume wollen wir freischalten.
SP-Capsules. Das ist schon mal sehr gut für uns. Den Menschenbox lasse ich ja extra aus. Es war ein bisschen lästig, aber ja, ich denke, das wäre mittlerweile die bessere Lösung. Lightning, ja. Ja, nö. Komm, lass mich doch den mitnehmen. So. Das hat nicht ausreichend, den einen zu besiegen. Schade. Jetzt müsste es aber klappen. Ja, wenigstens geht das viel schneller mit diesen Erstarren. Ja, du willst aufladen? I don't care. So, ja, Victory, das alles. Chaosstone, okay. Ich weiß nicht, was ich gleich mache übrigens. Soll ich dann gleich bei 20 Minuten wieder einen Cut machen an dieser Stelle? Oder reingehen? Weil ich würde schon gern speichern wollen zwischendurch. Das haben wir in der letzten Episode ja nicht gemacht. Wir haben doch einiges gemacht. Genau, hier kamen wir ja nicht durch. Bisschen den kleinen Umweg. Aber diese Fläche ist so verdächtig, da kommt bestimmt irgendetwas. Nicht, dass wir an der Tür abgefangen werden, weswegen dort da dieser Kristall ist, wisst ihr? Lightning, Earth, Holy. Mit Feuer soll es kein Problem sein. Nein, du willst nicht. Na komm, lass mich euch drei wenigstens. Ah, perfekt, vier haben wir doch geschafft. Dann hat es nicht ausgereicht, überhaupt irgendjemand zu besiegen. Ja, komm schon. So, das ist so ein Getippe. Schade, dass zwei überlebt haben, aber Attack's down, haha. Das war's mir wert, die MPs zu investieren. Ah, ich dachte, er hätte vielleicht noch weniger. Aber er ruft seine Freundin nicht. Das ist schon mal ein Vorteil für uns. Immer so machen, weil ich keine Lust selber zu drücken habe. Da ist eine Truhe. Das übernehme ich. Wir werden auf jeden Fall noch kämpfen müssen vor der Truhe. Ja, mit Ansage. So brutal aus, ey. Ja. Zwei weg. Na ja, komm. Ah, wieder will die Performance hier nicht so ganz. Ist komisch, bei dieser Map ist das so. Und davon bei Rikas Dorf war das ja so gewesen, dass die FPS manchmal runterging oder häufiger runterging. Aha. Ja, das hat überlebt. Wir müssen uns auf jeden Fall gleich heilen. So. Ah, Cheryl hat fast ein Level abbekommen. Okay. Ich heile jetzt erstmal das Team. Items. Das hier. Ah, und. Wir haben kein Potion Small mehr. Achso, doch, da, nevermind. So, ja. Jetzt nehmen wir die Truhe. Nicht runterfallen. Nice. Hier scheint der nächste sein. Vielleicht ist hier noch irgendetwas in diese Ecke. Jetzt kommt der nächste Kampf. Ich sehe den Kristall schon.
Das ging relativ flott mit diesen Erstarren. Das heißt, ich muss es in Betracht ziehen, ein Item einzusetzen. Das ist unlucky gewesen. Ach komm, einmal kann man machen. Was hat der Buchstabe A? Der wird als nächstes. Das heißt, wir werden Dingsen. Warte, geht das auch damit? HP. Nein. Okay, muss ich ein Item einsetzen. Das hier war das, ne? Ja. Ja. So. Klick. Auch alles dank des Skillbaums. Das ist ideal. Der will aufladen. Jetzt muss ich irgendwie gucken, wie dass ich den einen weghaue. Jetzt werden die Gegner doch anspruchsvoller, muss ich sagen. Cloud of Sleep. Ich hoffe es auch, dass es funktioniert. Mist, natürlich miss ich. Na gut. Komme ich aber wenigstens durch. Ah, ich kann nicht so weit nach unten. Mist. Ach komm, ich versuch's einfach mal. So, hat ja funktioniert. Yes. Eine MPs verbrauchen wir, wozu? Yes. Dass er direkt in der ersten Runde dran war und noch einen versteinert hat, das war echt ein bisschen unlucky. Ich meine, so langsam kann man verstehen, warum man diese Edelsteine benutzt, die sowas unterdrücken und so. Ist aber dennoch nicht gerade so, so Pflicht, finde ich persönlich. Geht's da weiter? Nö. Hier geht's nicht. Ey, lass mich hier hoch. Ja. Ich überlege gerade, ob ich noch ein bisschen farmen sollte. Vögel hier. So. Ich nicht. Potion ist natürlich auch nicht so schlecht. Arrow Rain gefällt mir bis jetzt am besten. Ich muss mal gucken, ob ich bei ihr irgendwie einen Skill habe, der das verstärkt und mehr macht. Ich glaube, da war eins, dass man einen Pfeil mehr einsetzen kann oder zwei. Ja. Klick. Ja, ja, mach unsere Defense Down und bla 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 und alles. I don't care. So. Das hier. Okay, dann haben wir das ja auch geschafft. Kristalle, Fragmente und so weiter. Okay, bevor ich da reingehe, ist da... Was komme ich da? Nein, ich will nämlich nicht reingehen, auszusehen. Oh, Mann, ey. Dass man selbst hier gegen Gegner kommen muss. Dass er diesen Frosch so gut wie gar nicht gehittet hat, das war leider blöd. Genau deswegen wollte ich es eigentlich auch einsetzen. Naja, gut. Boah, dieses Delay ist auch ein bisschen lästig, sieht man unten bei den Zügen. Und klick. Ja, die haben sie schon ziemlich runtergehauen, muss man sagen. Ich kann auch das hier machen.
okay, ich hätte es vielleicht doch etwas anders machen müssen mit der Tag. Also das, wie wir es bis jetzt gemacht haben, war dann doch gar nicht mal so schlecht gewesen. Kann man bestimmt noch ein bisschen optimieren. Na komm, wenn ich die beiden weghaue. So, einen habe ich schon wieder weggehauen. Der, ja gut, der Frosch war, ne? Ja. Hab ich das? Wo ist Arrow? Ja, also da oben war das ja. Ja, okay. Wir haben ja neue Skills hier bekommen, unter anderem. So. MPs und heilen. Mhm. Okay. Items. So. So. Ah, ein bisschen mehr. Die bringen halt nicht so viel, die Smalls. Okay. Genau. Growth Map. Weil Rika. Wo haben wir, dass man mehr Pfeile nutzen kann? Attacks turns down. Oh, warte mal. Increase the duration that attacks down remains active. Mhm. Ach so, hier ist es. Increase the hit count of arrow rain. Gibt's da noch ein? Da gibt's noch was. Perfekt. Hahaha. Wie viel brauche ich? 3. Möchte ich HP oder Defense höher? Auf HP. Und hier werde ich jetzt eine Kapsel investieren. So. Ah, warte. Metalborn from Mactir. Achso, ich dachte, wir hätten jetzt schon wieder 6. Und jetzt kann ich das hier machen. Further increased the hit count of Arrow Rain. Gut, da haben wir auch da wieder was. Also die ganzen schwarzen Dinger sind durchaus nicht verkehrt bei ihr. Cure, remove. Achso, ne, warte, Heilung war das. Resist. Oh. Ich glaube, das ist bei ihr auch sehr wichtig. Sie verbraucht sehr viel MP, weswegen ich ihr auch dieses Kristall gegeben hatte, dass sie ein bisschen MP kriegt. Ich glaube, ich muss diesen Pfad dann gehen. Das ist hier. Recover a small amount of MP when dealing damage. Ich glaube. Haha, jo. Ich glaube, die drei Sachen sollte ich auf jeden Fall machen. Plus die hier. Ah, die sind auch ein bisschen teuer. Okay, aber ihr seht ja, ich finde das durchaus wichtig. Ich glaube, sie wird richtig stark, ehrlich gesagt. Sogar stärker als Leo früher oder später. Aber wir hätten sie auch mit sehr krassen Waffen gefunden. Also, muss man natürlich auch sagen. Ich will das jetzt gerne noch ausprobieren. Also, ein paar Minuten haben wir noch Zeit. Können wir noch vielleicht... Also, jetzt reingehen, um Dialoge zu haben. So, ich, wie gesagt, ich will die Folgen nicht zu lang haben. Können wir jetzt noch das hier machen. Fortschritte haben wir auch in dieser Episode gemacht. Auch zwar nicht so krass wie in manch anderen Episoden, aber Fortschritte sind Fortschritte. Und dann bin ich jetzt mal gespannt. So. So. Ja. Jetzt Arrow Rain. Holy sheesh. Holy sheesh. Was geht denn mit diesem Skill ab? Die hat einfach literally für jeden Gegner die Pfeile verdoppelt? What the? What the? Das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte, man kriegt vielleicht ein, zwei Pfeile mehr oder so, aber das? What the? Das müssen wir gleich nochmal machen. What the hell? Und das ist ja bei den Spielen immer so. Man weiß ja nie so zurecht, kommutativ, additiv. Wobei kommutativ ist es häufiger ja nicht, weil manchmal wird ja prozentual, manchmal additiv irgendetwas verrechnet und so. Und das ist die Frage, in welcher Reihenfolge das verrechnet wird, um zu gucken, ja, wie viel kriegt man dann am Ende wirklich raus. Das ist ja bei Genshin Impact so ein bisschen der Fall. Bei Borderlands ist das ja der Fall. Hier ist es ja auch der Fall. Das ist aber das, ey. Oh, das war die falsche. Also der Router war dran. Never mind. Ich dachte, ich hätte wieder mich vertan. So, und jetzt? Selbst mit Resist habe ich den ordentlich gegeben. Hauptsache, die kleinen Viecher sind weg. Ich glaube, bei ihr müssen wir wirklich drauf gehen, dass die MPs reduziert werden, dass sie nicht so viel verbraucht. Als erstes.
das ist wirklich schon, ich will nicht sagen unmenschlich, weil sie ist ja auch im Endeffekt keine menschliche Rasse, so in diesem Sinne, aber das wäre dann wieder schon, das könnte man falsch verstehen. Klar, das war jetzt bei Resistance jetzt nur bei 300 bis 400 Schaden pro Hit, aber wenn sie doppelt so viel macht, ist das genauso viel wie vorher, aber das ist, what the hell? Jetzt muss ich erstmal gucken. Was hat sie? Attack 415, Speed, Accuracy, Evasion, Critic. Boah, Crit wäre so nice. Steht denn irgendwo, wie viel sie verbraucht für die einzelnen Attacken? Nee, ne? Genau, hier habe ich ihr Auto-Regen, ist ja nicht verkehrt. Oder alles, was so mit Auto zu tun hat, ist... Doch, wieso nicht halt? MP up. Habe ich denn noch was, was noch mehr bringt? HP, MP... Der Roboter. Der Roboter braucht auch viel. Ich glaube, ich tausche das. So. Und der Roboter. So muss ich es machen. Bei ihr finde ich es ein bisschen wichtiger. Jetzt die Frage hier. Ich glaube, ich muss hier zu Special gehen, ne? Deathcast. Automatic Cast. Cure and resist when bearer HP falls below a certain amount. This effect only occurs once per battle. Genau. Da ist die Idee gar nicht mal so schlecht, ist aber nur einmal pro Kampf. Also bei Bossfighten und so sehe ich da keine Zukunft, ehrlich gesagt. Kill Bonus MP. Da können wir das hier gucken. Recovers a small amount of MP when an enemy is defeated. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, dieser Skill hat ja, wenn ich Schaden verursache, kriege ich MP zurück. Entweder stackt man das so hart auf MP, dass sie einfach nie wieder MP irgendwie durch Tränke oder durch Heilen oder so benötigt, dann könnte ich den Skillbaum aber auch dann so einstellen, dass ich dann in jede Runde Leben bekomme, wenn sowas ist. Oder ich benutze das Kristall für was anderem. Also ich jetzt habe ich Reverse, ich verdrück mich jedes Mal bei diesen Sachen. Young Battle Increase the Potent, also wie viel man heilen kann, was auch nicht schlecht ist. Survival Instinct. Genau, und das ist zum Beispiel das hier, was ich meine. Ich könnte zum Beispiel, wenn ich so hart auf MP-Regeneration gehe, dass ich halt umwandeln kann, dass die MPs, die ich gewinne, zurücknehme und das in Lebenspunkte mache. Dass ich sozusagen zwei Sachen auf einmal mache. Ist aber auch natürlich ein bisschen mutig, das so zu machen. HP, MP, ja. Das ist wirklich... Holy. Da kann ich nicht mehr viel machen. Hier habe ich ja Increase Attack Power based on the cumulative number of enemies defeated. Wenn ich jetzt mit dem Arrow Rain so viel Schaden mache, ist das richtig overpowered. Klar, ich möchte gerne diese Sachen haben, dass ich hier irgendwie so noch einen Skillpunkt habe. Aber vielleicht finden wir sowas nochmal in besser irgendwie sowas. Weiß ich ja nicht. Evasion up. Increased Chance of Evading Attacks. Ja, und dann die Differenz. Das ist mir zu brutal, muss ich sagen. Nee, keine Skills. Nee, dann gut, dann lassen wir es hier. Aber mit dem Skillbaum kann man bestimmt auch ein bisschen rumcheaten. Aber ich bin schon sowieso sehr zufrieden, was ich hier ausgerüstet habe. Das ist holy shit, ist das heftig. Deswegen brauchen wir auch unbedingt die SP-Kapsel, wenn es geht. Aber das ist ja keine Garantie darauf. Weil das ist so ein Game Changer. Okay, gut. Ich würde aber jetzt sagen, hier machen wir einen Cut und würde sich auch sehr gut anbieten. Deswegen empfehle ich euch, ein Abo dazulassen, denn so könnt ihr nichts mehr verpassen und gleichzeitig supportet ihr mich ziemlich nice hier auf YouTube. Folgt mir auf meine Social Media Kanälen, die ich ebenfalls verlinkt habe, denn dort poste ich Sachen auch von anderen Spielen. Ansonsten liked, dislike, kommentiert meine Videos. Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in der Regel auch zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.